Ja, mal wieder herzlich willkommen von Betzmann Galvanik hier aus dem schönen Pfullendorf, Baden, 20 Kilometer weg vom Bodensee. Ja, muss immer vorsichtig sein. Ich selber bin ja gebürtiger Schwabe und der Landkreis, der fängt immer hier so ein paar Kilometer weit nördlich an und das ist hier Baden und die Badener, die mögen die Schwaben nicht, gell? Deshalb muss ich mal aufpassen, dass das nicht so arg durchdringt, dass ich Schwabe bin. Ja, weil da wird man nämlich brutal diskriminiert, das ist wirklich so. Ja, aber ich glaube, viele kennen das, Deutsche und Holland und Österreicher und Bayern und irgendwo so grenznah. Und irgendwie ist das hier auch so, dass man dann da, ja, also ich merke es immer in Gesprächen, da ist man gar nicht gut drauf zu sprechen, ja. Das ist ganz lustig. Also wenn man Bock hat, der kommt vorbei, Pfullendorf, Bodensee. Ja, lernt dann Schwaben kennen, der hier quasi in der Anonymität lebt. Na, bin groß genug, kann mich wehren. Bin ja mit 16 nach der Schule quasi zum Bundesgrenzschutz und dann Deutschland und später dann international verschleppt worden. Und dann nimmt man halt ganz viele irgendwie Dialekte auf und am Schluss hat man gar keinen eigenen mehr, gell? Viele sagen immer, oh, wusst gar nicht, dass du Schwabe bist. Die anderen sagen, ja, irgendwie redet komplettes Durcheinander. Gut, deshalb mache ich meine Filme und die einen oder anderen lachen sich immer schlapp. Heute geht es nochmal ums Thema Entchromen. Ja, ich habe jetzt hier verchromtes Aluminium. Auch nochmal zum Aluminium, ganz wichtiger Hinweis. Aluminium ist das unedelste Metall, was es gibt. Es oxidiert sofort, es oxidiert auch während den Beschichten. Und von dem her ist Aluminium sehr schwer, auch für Galvaniken nicht immer unbedingt einfach. Es gibt die einen, die machen Alu, es gibt die anderen, die machen Guss. Ja, es gibt welche, die können Guss und Alu, manche können das eine oder andere, weil man halt richtig heftige Chemie zum Einsatz bringt. Es gibt unterschiedliche Legierungen, ja, mit Silizium, mit Magnesium und so weiter. Und das wird halt meistens dann in ein Säurebad gelegt und wird Silizium rausgezogen. Dann kann man es mit Kupfer oder mit Nickel dann bearbeiten und meistens hochzyanidisch, also extreme giftige, gefährliche Chemie, gell? Und deshalb gehört sowas natürlich in Hände von gut ausgebildeten Galvaniken, die natürlich selber auch durch diese Chemieabkommen und die ganzen Umweltvorschriften natürlich auch immer mehr eingeschränkt werden und die Verchromerei natürlich dann vielleicht der eine oder andere dann an den Nagel hängt, weil er sagt, es ist einfach dann zu kompliziert, sowas aufrechtzuerhalten oder einfach zu anstrengend. Gell? Das ist ja auch so, dass in Deutschland mittlerweile alles nur noch über Formularkrieg geht. Die Leute, bevor sie arbeiten, erstmal stundenlang Formulare ausfüllen müssen, sich gegenseitig belehren. Ja, hier ist eine Mauer, da kannst du runterfallen. Ja, Chef, habe ich verstanden. Halbe Stunde später ist er runtergefallen. Und dann kommt es darauf an, oder ob er unterschrieben hat oder nicht. Ja, und so ist es dann hier mittlerweile dann doch überall so, dass Formulare vor allem anderen stehen. Deshalb ist die Behandlung von Aluminium immer eine ganz schwierige Sache. Wenn man es selber machen möchte, ganz kurz angeschnitten, Hochglanzpolieren entfernt oder verdichten, entfernt die Oxidschichten. Man kann dann sofort versuchen, sauer zu verkupfern, wenn man eine schöne rote Abscheidung hat, also alles schön rot beschichtet wird, dann kann man vernickeln, vergolden, verchromen und so weiter. Es gibt noch die zweite Möglichkeit vom sogenannten Aluminiumvorbehandler. Das ist eine Zinkatbeize, die beizt die Oxide vom Alu runter und dann muss man die Zinkatschicht, die überschüssige, mit dem Papiertuch abwischen und dann kann man alkalisch beschichten. Ganz wichtig, weil nicht saures Kupfer, weil das würde die Zinkatschicht wieder zerstören, nimmt man alkalisch Kupfer und wenn man schön rot hat, kann man wieder Nickel und Chrom. Also ihr seht selber, ist nicht ganz so einfach. Es gibt Kunden von mir, die machen das und es gibt viele, die lassen es dann halt galvanisch vernickeln. Beziehungsweise, wenn man es dann vernickelt hat, kann man es dann auch verchromen lassen. Aber viele wollen es ja dann auch vergoldet haben, wie jetzt in dem Fall. So, die Oberfläche hier, die sieht schon arg chrommäßig aus. Wenn man hier innen reinschaut, sieht man jetzt wahrscheinlich am Video nicht so genau, sieht man, dass es hier innen gelb ist. Also hier zum Beispiel ist so ein Rand. Ja, das heißt, der Chrom, der kommt bis hierher und dann funktioniert er nicht mehr. Also die Stromspannung reicht nicht mehr aus, den Chrom tiefer abzuscheiden. Und dann gibt es hier quasi, hier vorne würde er verbrannt werden und da innen legt er sich dann langsam mühevoll an. Ja, und das ist halt mit der Stiftgalvanik cool. Da kann ich hier innen auch beschichten, wenn ich mag. Also ich kann hier innen auch das Rohr komplett vergolden, was in der Bartgalvanik sehr schwierig ist, weil der Strom sucht sich immer am leichtesten Weg. Ja, der geht nach außen, aber der geht nicht nach innen rein. Und dann kann man innen dann ganz schön schauen und sagen, okay, hier ist das Chrom und hier unten ist es gelblich. Das ist dann also noch der Nickel. Somit ist es verchromt und der Chrom wird entfernt. Wenn man zum Beispiel lackieren möchte, wenn man es Pulver beschichten möchte, hält es ja auch nicht auf Chrom. Ich zeige euch mal ganz kurz. Wichtig ist, den Handgriff ins Minus zu stecken. Das heißt, wir haben am Gerät, am Spannungswandler, ganz wichtig, den man auch von der Voltzahl regulieren kann. Also nicht irgendein Batterieladegerät, wo vorne immer gleicher Saft rauskommt, sondern das muss schon regelbar sein. Also ein Netzteil, 25 Ampere ist optimal. Wer irgendwas anders irgendwo aus dem Dachboden oder aus dem Keller zieht, kann es immer erst probieren.
Ansonsten guckt er bei mir im Shop, so ein Gerät kostet 155 Euro netto plus Steuer und das Ding ist eigentlich einmal Anschaffung, dann hat man es für immer. Geil. Also der Handgriff ist wichtig, jetzt ist Minus und das Minus, die Minusklemme ist Plus. Was wir dann brauchen, ist das sogenannte Chrom Stripper, Chrom Entferner, Entchromer, wie auch immer. Stecken wir den mit der Edelstahlelektrode und dem Stoffpad in den Handgriff. Wichtig ist, dass der Stoffpad geschlossen ist. Ja, das ist schon mal eine fast kritische Nummer, dass die Elektrode durchschaut, weil wenn es hier aufs Metall kommt, kann es einen kurzen geben. Ich halte jetzt die Klemme hier innen rein, ist nämlich leichter, aber es kann irgendwann mal zu einem Krampf führen am Finger. Ja, so, spülen ganz kurz mit destilliertem Wasser und fahre jetzt so mit 8 Volt über die Fläche. Achtung, es heißt ja immer vorrangig, Chrom ist eine brutal dicke Schicht und die ist toll und Deutschland und verchromen und es gibt nichts Besseres und es sind die Götter in Chrom und so weiter, ja. Und Chrom ist der absolute Wahnsinn. Weg. Ja. Also es gibt ja mittlerweile Hotels und ich fahre jetzt nur mit, ich gehe jetzt mal mit knapp 10 dran. Es gibt ja mittlerweile Vorschriften in Hotels, habe ich gehört, keine Mikrofasertücher auf Wasserhähne, weil man so das Chrom runterputzt. Ich habe hier auch noch ein Rohr versuchsweise, weil ich gedacht habe, es wäre vernickelt, weil die Absprache vom Kunden war, er schickt mir vernickelte Rohre. Er wollte mir eigentlich vernickelte Rohre schicken und da bin ich mit dem Tuch dran, da hatte ich das Chrom runter und drunter war es gelb. So bin ich eigentlich gleich auf den Verdacht gekommen. Was heißt Verdacht? Aber gedacht, okay, das ist Nickel und kein Chrom. Also man sieht, wie schön, einfach, säurefrei, easy, ohne eigentlich großen Stank man entchromen kann, ja. Man sieht den Unterschied von Chrom und Nickel eindeutig. Also da gibt es wirklich kein Vertun, dass man sagt, ich sehe es nicht. Ja, das ist wirklich so. Auch ganz witzig oder gut ist, wenn man wichtig und witzig, es wird witzig, wenn man es übertreibt. Wenn ich hier den Finger dran habe, habe ich sogenannten Wärmeindikator. Ja, das heißt, wenn ich mit zu viel Volt fahre und es wird heiß, dann verbrenne ich mir da vorne ganz langsam die Fingerchen. Deshalb kann man es auch mal ganz schön wegtun, aber es ist als Kontrolle mal nicht schlecht, weil zu heiß soll es ja auch nicht werden. Man kann zwar die Nickelschicht jetzt nicht beschädigen, aber es fängt dann halt, wenn es warm ist, vielleicht langsam an zu dampfen und das braucht man nicht. Deshalb aber trotzdem eine vernünftige Arbeitsgeschwindigkeit suchen. Ja, viele machen das in Säure, die legen das dann irgendwo in den Säurebad ein und wir machen das hier einfach ganz sanft. Ja. Und da sieht man mal, wie schnell das geht. Also egal wie groß, ob das jetzt eine Felge ist, ob das jetzt ein Rohr ist, ob es im eingebauten Zustand ist, am Fahrzeug, egal wo das Ding ist, ja, ich kann das spielen einfach in Chrom hier den Rand auch. Ja. Ich könnte auch innen in Chromen, wenn es erforderlich ist, fahre einfach mit dem Stoffpad rein. Und das ist das Schöne. Bei der Stoffgalvanik, bei der Bartgalvanik, bei der Tauch, Moment, bei der Tampongalvanik, dass man da wirklich lokal da beschichten kann, wo man auch hin möchte. Ja. Da, wo das Auge hinkommt, kommt auch das Stoffbett hin. Das ist so eine Formel, die kann man sich gut merken. Das heißt, manche sagen immer, ja, aber wenn ich das eingebaut habe, dann und die Lamellen da hinten und so weiter, kommt man hin. Ja. Sehe ich hin, komme ich hin. Klar, es gibt mal so kleine Ecken und Kanten. Da kann man den Stoffpad gerade in den Bau schieben. Ich zeige es mal gerade, dann kann man hier die Fasern ein bisschen rausziehen. Ja, natürlich jetzt nicht ab, der ist schon etwas älter. Und diese kleinen Fasern, die kommen überall in jede Ecke, Ritze und Kante. So, spülen mit destilliertem Wasser. Einfach, dass dieser Entchromer einfach von der Fläche runtergeht. Weil wir nämlich, wenn man danach mit anderen Elektrolyten arbeiten, möchte man ja da kein Sammelsurium machen. So, schöne gelbliche freigelegte Nickelschicht. Wichtig ist nur mal ganz kurz kontrollieren, dass wir den Chrom runter haben, wenn es noch so kleine blauen Fleckchen irgendwo Rückstände sind. Einfach nur mal ganz kurz drüber fahren. So, wenn wir das haben, ist ganz wichtig, den Handgriff wieder im Plus zu stecken, das Minus wieder ins Minus, weil wir wollen ja jetzt was draufbringen und nicht wieder was runter. Wichtig ist, sauber nochmal abspülen, wie gesagt, mit destilliertem Wasser reicht. Zweiter Schritt, aktivieren, Aktivator. Das heißt, die Nickelschicht, die fängt jetzt ganz langsam an zu oxidieren.
Und die Oxidschichten, die würde sich quasi das Gold auf die Oxidschicht legen. Die Haftung wäre nicht ganz so gut. Also von dem her aktivieren. Da bitte ganz runterdrehen. Ich habe immer noch Kunden, die fangen da bei 10 Volt aktivieren an. Und dann gibt es Flecken, muss überhaupt nicht sein, weil der Aktivator schon bei 2,7 Volt reicht. Ich habe jetzt hier quasi den Aktivator. Neues Rezept ist leicht grünlich. Also wer noch einen weißen Transparent bekommt oder einen grünen, ist vollkommen egal. Aktivieren ist entscheidend. So Oxidschichten entfernt werden. Minus wieder anklemmen. Handgriff ist jetzt Plus. Und hier wieder festhalten. Wie gesagt, ganz runterdrehen auf 2,7 Volt. Kleine kreisende. Ja, also einfach hier mal kurz drüber fahren. Reicht schon vollkommen aus. Auch schauen, dass man die Fläche natürlich immer mit sauberen Handschuhen anfasst und nicht irgendwo hier draußen nach der Gartenarbeit mal ganz kurz noch ein Rohr entchromt. Das wäre jetzt nicht dramatisch, aber wenn man dann im Anschluss vergolden will, dann gäbe es natürlich, hat man noch Paste dran, rückfettende Dinger, Silikone, ja, und dann gibt es Flecken auf der Fläche und das muss man jetzt haben. Wieder sauber und gründlich spülen. So, ich habe jetzt auf, anhand der Größe von diesem Teil habe ich jetzt einfach mal das Gold hier ganz kurz umgeschüttet in einen größeren Topf, weil dann läuft nämlich das Gold immer schön runter und ich kann es dann auffangen. Jetzt mache ich das immer so, dadurch, dass ich nicht möchte, dass es viel zu schnell abgeschieden wird, mache ich so bei 3 Volt. Und fahre einfach mal ganz kurz über die Fläche drüber, lege jetzt minimal Gold an und durch diese quasi kurze Vergoldung von dieser Nickelschicht unterbinde ich quasi die Oxidation vom Nickel. Ja, also wenn ich da jetzt minimal drüber fahre und Gold drauf bringe, mit wenig Volt, das reicht bei 3, ist so, dass die Goldschicht dann quasi nicht mehr oxidieren kann. Ja, soll ich jetzt hier noch ein bisschen Flecken haben, kann ich mal mit dem weichen Tuch kurz drüber fahren. Das ist meistens so irgendwie ein Rückstand vom Aktivator oder hier unten eine Überspannung. Geht aber auch meistens mit sanftem Druck weg. Also wie gesagt, man muss ja auch nicht drücken, sondern einfach nur quasi das Elektrolyt auf die Oberfläche bringen und der Rest macht der Strom. Man muss auch nicht so schnell arbeiten wie ich, gell? Das ist auch so eine Betriebsblindheit, die sich da eingeschlichen hat. Ja, es ist nicht so, dass ich hier ständig unter Stress stehe. Das ist sowieso ein entspannter Job. Ja, aber manchmal ist man so. So, jetzt gehe ich hoch auf 5 Volt. Und jetzt sieht man, dass sich das Gold immer besser anlegt. Es wird immer intensiver. Und das ist jetzt der herrliche Anblick. Ja, das ist auch so, manchmal geht man irgendwo auf Messe und dann möchte man den Leuten zeigen, was man kann. Dann stehen die dann da und dann fängt man an, so ein Ding zu entchromen. Ja, und dann stehen die 10 Minuten und sagen, hat er vergoldet, aber ich sehe nichts. Ja, das ist natürlich blöd, weil die Leute natürlich beim Entchromen überhaupt keine Geduld haben. Ja, wenn es natürlich ums Thema Entchromen an sich ginge, dann kann man natürlich sagen, ja, wunderbar, wow, wie toll der entchromen kann. Aber die Leute wollen natürlich Gold sehen. Und dann wäre es natürlich praktischer, wenn man zum Beispiel Edelstahl nimmt, weil den kann man nach dem Entfetten sofort vergolden. Da hat man dann keine Vorlaufzeit, ja, als wenn ich jetzt hier. Deshalb ist es auch ratsam, wenn man es jetzt zum Beispiel für Kunden beschichtet, dass man dann die Kunden auch nicht entsprechend zugucken lässt, weil man soll ja auch konzentriert arbeiten, ja, wenn da Flecken drin sind und so. Das stört manchmal auch, dass, wenn man dann ratschen muss über Gott in die Welt, was ja auch wunderschön ist, aber wenn man dann während der Arbeit merkt, hup, da ist ein Fleck, da müsst ihr jetzt ganz kurz nochmal nachpolieren oder zwischen dann. Was machen Sie da? Warum muss das sein? Hält das Gold jetzt nicht? Wie lange dauert denn das? Und wenn man dann sieht, innerhalb von, na, also jetzt ohne großes Vorgequatsche, ist in einer Viertelstunde so ein Ding beschichtet, dann kommt die zweite Frage. Wissen Sie, wie lange ich noch einen Krieg für arbeiten muss, für so viel Geld, was Sie jetzt hier haben wollen, für 15 Minuten Arbeit, ja? Muss man wieder diskutieren. Von dem her ist es so, dass man dann halt, wie gesagt, Aufträge gerne annimmt und dann irgendwann einmal
Wenn es dann fertig ist, den Kunden informiert, der kann es dann abholen. Aber zugucken lassen ist schwierig, wisst ihr selber. Ja, es gibt ja viele Branchen, sei es mal Internet programmieren oder irgendetwas, wo man sagt, du, das Ding mache ich dem in einer halben Stunde, aber ich setze 3 an, ne? Oder 4 oder 5 Stunden, weiß man ja nie, ja, oder man geht zum Anwalt, zum Beispiel Markenrecht, ja, da geht man von einem Streitwert immer von mindestens 25.000 Euro aus und dann kostet ein Beratungsgespräch 500 Euro, da waren wir aber gerade eine halbe Stunde, ja. Und dann denkt man sich, okay, so gut verdientes Geld, ja, aber man hinterfragt es nicht, man akzeptiert es, aber es gibt welche, die hinterfragen das. Gut, ein Anwalt hat natürlich einen Vorteil, der hat seine Gebührenliste, ja, der schlägt da die Seite auf und zeigt, schau, Gebühren laut Prago steht drin, ja, musst du zahlen. Und beim Handwerker kann man sagen, ja, wie, wo, ja, dein Nachbar, der macht das günstiger oder wie auch immer. So, genug erzählt, ja, in der Zeit. Goldet, Fakten geschaffen. Ja. Also, wichtig ist, hochglanzpoliertes und dann im Anschluss verchromtes Teil, ob das jetzt dann Alu, Eisen oder sonst was ist, entchromen, schauen, dass am Schluss kompletter Chrom weg ist. Handgriff minus, minus plus, Chrom entfernen. Ja. Chromentferner, der wird normalerweise mit der Zeit gelb. Chrom löst sich gelb ab, das sieht man hier im Stoffpad. Keine Angst, dieses Chrom 6 verbleibt bei der Galvanik meistens im Bad, die Giftigkeit. Und wenn man es hier ablöst, ist es schon so, dass die Giftigkeit in dieser Lösung mit aufgefangen wird und eliminiert wird. Da kommen wir nicht mit in Kontakt, hat man also keine Sorge von Gesundheitsschädigungen und so weiter. Dann wieder Handgriff in ins Plus, Minus ins Minus, sauber aktivieren, wenigste Spannung, 2,7 Volt, einfach nur kurz drüber fahren. Sauber mit Wasser spülen, vergolden. Und zwar so lange und so dick, damit es auch eine richtige feste abrieb-feste Schicht gibt. Ja. Und wenn man dann fertig ist, hat man das Ergebnis. Und das sieht toll aus. Ja. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich mag kein Gold. Da kann man verchromen, versilbern, Rosé vergolden, genau auf die gleiche Basis. Grün vergolden. Zeige mal, Grüngold. Das sieht ein bisschen schlecht, grünstichig. Schwarz verchromen. Rhodium, Ruthenium, ja, auf Gold hält jetzt zum Beispiel auch alles, kann man drauf machen. Man kann es vernickeln, man kann Weißgold, man kann Roségold, man kann Grüngold, man kann Töne von 9 bis 24 Karat machen und so weiter und so fort. Alles, ich zeige es nochmal, mit einem Arbeitsplatz in der Größe. Ja. Ob das jetzt eine Felge ist, hier, ich weiß, es sieht kitschig aus, ist goldbedampft, aber das hat was. Ja, dies ist die Größe. Ob es jetzt eine Felge ist, ob es ein Kessel ist, egal was, das passt alles da drauf. Wir brauchen nur die Minusklemme, Pluspol können wir arbeiten. Egal wie groß, egal wo, egal ob im eingebauten Zustand und so weiter. Wer Fragen hat, gerne melden. Im Internet zu finden unter betzmann-galvanik.de. Gern vorbeikommen. Wie gesagt, schönen Süden. Wir haben hier das Dreiländereck oder vier: Österreich, Liechtenstein, Schweiz. Frankreich ist auch noch da und ja, schöner Bodensee, kann man also mit dem Ausflug verbinden. Ich habe Leute, die fahren mal kurz mit dem Wohnmobil hier in den Hof, ne? Wollen noch was kaufen oder was angeschaut haben und dann fahren die wieder weiter. Also da bin ich gern bereit. WhatsApp natürlich auch. Für Angebote, nochmal ganz wichtig, wer sagt, ich hätte gern was vergoldet, verchromt und so weiter, ist immer wichtig, Fotos und Maße der Teile, ja. Man muss es begutachten können, man muss die Form sehen, man muss wissen, mit welchem Teil man da zu tun hat und dadurch, dass wir natürlich in der Regel fachfremde Teile haben, ja, ein Motorradfreak, der weiß, ja, Harley-Davidson und die BMW und das Teil, ja, ich weiß es nicht. Deshalb muss ich sehen, was ist das, wie sieht es aus, auch wie ist der Zustand, ist es zerkratzt, ist es verrostet, ist es verbogen, muss neu verchromt werden, will man es vergoldet haben. Das sind alles Dinge, die kann man immer nur bei einer E-Mail anhand von Fotos und Maße beurteilen. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die rufen unheimlich gern an und man möchte sich auch gern unterhalten. Das ist aber ganz schwierig dann, weil ich habe dann 100 solcher Telefonate am Tag und da kommt man dann zu nichts mehr. Es ist dann leider so, gell, dass man dann, das persönliche Gespräch habe ich dann auch gerne hier, wenn meine Kunden einfach sagen, hier, zeige mal, was du kannst, zeige mal, wie es funktioniert, hab da mal was mitgebracht. Und dann kann man sich natürlich intensiver austauschen als am Telefon. Ja, das ist immer ganz schwierig zu sagen, du, ich habe da mal ein Rohr, das hätte ich gern vergoldet. Ja, ich hatte das, muss ich nochmal ganz kurz sagen. Ich hatte neulich, das war letzte Woche,
Auch eine Anfrage, und zwar ging es um ein Abzugsrohr zu vergolden. Ich hatte auch Zeichnungen und Maße, es war 1,40 Meter, Durchmesser 30 cm, war alles super, aber es stand kein Gewicht dabei. Gut, Betzmann macht sich natürlich keine Gedanken. Ja, ihr lacht, aber ich dann nicht mehr. Bis dann jetzt dann vor ein paar Tagen dann die Spedition vor der Tür stand. 6 Meter Palette, 350 Kilo Gewicht. Ja, soll ich das per Hand abladen? Ne? Der LKW-Fahrer hat auch schon geschluckt. Gut, ich habe dann am Schluss die Palette einzeln ausgeladen, aber da wog so ein Rohr fast 40 Kilo, gell? Da waren ein paar drin und noch Schellen und so weiter. Und das ist natürlich schon heftig. Deshalb sollte man solche Sachen natürlich immer abklären, aber es passieren natürlich auch da wieder durch Unachtsamkeit irgendwelche Fehler, dass man sagt, Menschen schwäsen das Ganze. Ja? Hatte ich schon mal, war beim Joggen, ruft den Spediteur an, sagt, du, ich habe da eine Ware, es ging um ein Rohrentchromen. Und dann habe ich gesagt, ich lege es in die Mülltonne, bin gleich wieder da. Er sagt, das Ding wiegt fast 400 Kilo, ist eine Druckwalze. Ja, na gut. Wieder zurückgeschickt, habe ich dann beim Betrieb fortentkrummt. Sind solche Dinge, die passieren, ist auch mal ganz witzig. Ja, es gibt ja für alles immer eine Lösung, wenn man möchte. In dem Sinne, ja, kann man da ganz viel machen. Also, wünsche euch eine schöne Zeit. Für alle Fußballbegeisterten, Samstag, Sonntag, eher Sonntag, das Endspiel, WM-Finale, Kroatien gegen Frankreich, ja, die Franzosen drücke ich die Daumen, Kroaten auch. Möge der bessere gewinnen, wie immer. Also, alles Gute euch.